Würdest du mir denn raten, um berufliches und privates voneinander zu trennen, tatsächlich zwei Profile anzulegen, so zum Beispiel bei Facebook? Das ist ja eine Überlegung, die sehr viele Menschen anstellen und überlegen und teilweise auch machen. Das ist aber sehr gefährlich, weil die Plattformen das verbieten. Und das heißt, im schlimmsten Fall hast du weder Zugriff auf das eine noch auf das andere, wenn sie gesperrt werden. Dann hast du deine ganzen Kontakte verloren und die ganzen Postings und Bilder, alles, was da bisher gepostet wurde. Insofern kann ich davon nur abraten. Wenn man wirklich eine Person des öffentlichen Lebens ist, besteht ja die Möglichkeit, dass man eine Fanpage aufsetzt. Das lohnt sich aber eigentlich nicht für private Menschen. Also da kann man nicht wirklich, das ist nicht die Empfehlung. Eigentlich empfiehlt sich dann, sich besser mit den Privatsphäre-Einstellungen von Facebook auseinanderzusetzen und neue Bekannte, die halt wirklich nur Kollegen sind oder Chefs oder Menschen, mit denen ich jetzt eigentlich nicht wirklich oder nur beruflich zu tun haben möchte, die ich nicht wirklich als meine Freunde bezeichne, gleich in diese Liste Bekannte einzusortieren, sodass die nur noch die Postings von mir zu sehen bekommen, die öffentlich sind. Also das heißt dann, bei mir liegt dann die Verantwortung, bei jedem Posting zu überlegen, ist das jetzt was Öffentliches, was auch eben meine Bekannten lesen dürfen, oder ist es ein Posting, was sich nur an meine Freunde richtet. Gibt es denn noch weitere Gefahren? Ja, das, was ich schon selber gesehen habe, bei Menschen, die verschiedene Accounts bespielen, die diese Lösung gewählt haben, dass sie aus Versehen unterwegs, wenn sie vom Smartphone aus posten, aus Versehen im falschen Account sich befinden und dann im offiziellen Berufsaccount was sehr Privates gepostet haben. Und das kann natürlich sehr unangenehm werden. Das heißt, da muss man wahnsinnig aufpassen, dass man immer im richtigen Account ist und das ist schon gefährlich. Kann ich denn dann sehen, wer auf meinem Profil war? Also bei Facebook gibt es ja immer mal wieder so Apps, die versprechen, sie würden das aufdecken. In Wirklichkeit ist es nicht so. Definitiv kann niemand sehen, wer auf deinem Facebook-Profil war. Im schlimmsten Fall ist es eher so, dass diese Apps dein Passwort abfischen und Unsinn mit deinem Profil anstellen. Also diese Apps nicht anklicken und nicht hoffen, dadurch irgendwas zu sehen. Anders ist es bei Xing oder LinkedIn. Da gehört es zum Geschäftsmodell, dass dafür bezahlt wird, wenn jemand sehen will, wer auf seinem Profil war. Ähnlich ist es auch bei den Dating-Plattformen. Dort muss man auch meistens bezahlen, wenn man dann sehen will, wer hat mich angeklickt, damit man zurückklicken kann, damit man Kontakt aufnehmen kann. Die gute Nachricht ist natürlich, bei Facebook zumindest, auch dort sehen die anderen nicht, wenn du bei ihnen rumstöberst.